Sind unsere Kinder auch vegan? Wenn ihr das wissen wollt, bleibt dran. Hallihallo, das ist die Alexandra und ich bin der Lars von Rohe Energie. Wir haben wieder ein paar Fragen von Instagram und die Tia Doro oder der Tia Doro, wahrscheinlich die Tia Doro ist eine Frau. Wie ist die Einstellung eurer Kinder zu veganer Ernährung, fragt sie. Ja, also teilweise wissen die, was das bedeutet. Unser 11-jähriger Sohn, der weiß schon ganz genau, was das bedeutet. Ja. Der findet auch ziemlich gut. Ist aber auch nicht 100% vegan. Nee. Ja, der hatte schon auch seinen eigenen Kopf. Unser mittlerer Sohn, der hat eher eine Tendenz dazu, sich unvegan zu ernähren. Ja. Der steht auf Würstchen und so, fragt er öfters, kriegt es aber meistens nicht. Manchmal schon, da kommen wir gleich noch drauf ein. Ich bin darauf ein, aber der hat eher so die Tendenz auch zum Vegetarischen. Ja. Ja, oder halt auch wirklich, der liebt Salami zum Beispiel und die nachgemachte Salami schmeckt ihm nicht. Genau, aber wir kaufen halt auch keine. Aber muss er sich halt von seinem Kumpels Schulbrot, der luchst ihm immer das Schulbrot, also nee, der schenkt ihm das. Ja, oder er tauscht oder so. Nee, tauscht ich tauscht nicht. Nee. Und dann so, Tolle, die ist die veganste von den Kindern. Ja. Die liebt auch vegane Sachen, die kennt sie ja auch nicht anders und da ist ja auch nicht dieser soziale Druck da, obwohl im Kindergarten beim Essen ist halt schon so, ist, dass wir das, wir geben der, du gibst ja Essen mit, ja, und da müssen wir auch darauf achten, dass das Essen so ein bisschen so aussieht, wie das Essen der anderen Kinder mittlerweile, weil sie sonst diesen Futterneid auch bekommen, da kannst du ja mal erzählen. Ja, aber das ist ja ganz normal in dem Alter, dass die Kinder dann, das hatte ich bei dem Großen schon gemacht, auch als wir uns noch nicht vegan ernährt haben, weil ich dieses Kindergartenessen bäh fand, ja. Und da habe ich dem Großen das damals auch schon mitgegeben. Und dann war das dann auch irgendwann so, dass die gesagt haben, so, das funktioniert nicht mehr. Die anderen Kinder wollen irgendwie immer das Essen auch essen, ja. Und komisch. Ja. Und das ist dann einfach ganz normal, dass das immer das, was die anderen haben, halt irgendwie toller ist oder so. Und deswegen gucke ich dann schon, ich fotografiere mir immer den Plan ab und versuche dann ein bisschen dann auch danach zu gucken. Aber im Moment funktioniert es leider gar nicht. Aber im Moment ist es auch kein Problem anscheinend. Also das sind dann auch mal so Phasen, wo sie dann da irgendwie gucken will, was die anderen essen. Hat anscheinend auch nicht besser geschmeckt. Von daher ist es jetzt auch wieder ihr Essen. Genau. Und die kriegt halt veganes Essen mit im Kindergarten. Sommersoffe fragt, wollen eure Kinder manchmal von Freunden Milchprodukte oder Fleisch probieren? Fühlen sie sich manchmal bei Kindergeburtstagen etc. ausgegrenzt, weil sie etwas anderes, weil es für sie was anderes zu essen gibt? Also gibt's muss nicht. Ich ganz klar sagen, das haben wir noch nie gemacht. Also wir sind auch am Anfang, als beide Kinder noch im Kindergarten waren, dann auch gefragt worden bei Kindergeburtstagen, weil das halt wirklich eine sehr enge Gemeinschaft da war in dem Kindergarten und die Eltern sich untereinander alle kannten, es waren eben nur 20 Kinder. Und da sind wir am Anfang gefragt worden. Und da haben wir immer gesagt, nee, braucht ihr nicht, weil wir unsere Kinder da auch nicht ausgrenzen wollten. Weil das ist ja dann auf dem Geburtstag, denen dann noch was anderes zu essen. Ist ja auch nur Zumutung für die Eltern, weil es eh schon anstrengend genug ist. Ja. Und wir machen es aber so, wenn wir Kindergeburtstag feiern, gibt es bei uns halt Veganes. Also wir kochen jetzt auch nicht für andere Kinder jetzt Spaghetti Bolognese echt oder so. Ne? Nee, machen wir halt Spaghetti oder Pizza, dann gibt es Spaghetti Napoli oder vegane Pizza mit halt veganem Käse. Ja. Ist immer lustig dann zu sehen, auch den veganen Kuchen, ob die Kinder es essen und sie essen es genauso wie andere Sachen auch, wenn man es dementsprechend macht. Genau. Und das war uns ganz wichtig, das muss ich wirklich klar in dem Zusammenhang nochmal sagen, diese vegane Einstellung hat ja auch was mit Glaube zu tun, das ist ja ein ethischer Grundgedanke. Wir wollen halt nicht mehr, wir waren 38 Jahre lang Mischköstler, ja, ich noch mehr fleischlastig als du hättest schon immer vegetarisch gerne gelebt sozusagen, aber auch nicht vegan. Und wir wollen das halt nicht mehr. Wir wollen nicht mehr dieses Tierleid auch verursachen. Aber wir wollen unseren Kindern trotzdem die Möglichkeit geben, das selber zu entscheiden. Ja? Ja. Trotzdem will ich nicht die Sachen kaufen und zubereiten. Und im Kühlschrank haben und im Ofen und sowas. Genau. Ja? Nachdem wir jetzt einen veganen Kühlschrank und einen veganen Backofen haben, weil die neu sind. Weil die kaputt gegangen sind und wir neue kaufen mussten. Da war halt noch nie was mit tierischen Sachen drin. Und quasi unsere Kinder werden größtenteils von uns vegan ernährt, aber falls die mal irgendwie was unbedingt haben wollen, ja, aber kein Fleisch, das kaufen wir nicht, ja, dann gibt es dann halt mal ein Ei oder sowas oder alle Schaltjahr mal eine Pizza mit einem Käse drauf, wenn die so eine Fertigpizza mal irgendwo kaufen wollen oder so. Das gibt es auch mal, aber nur ganz, ganz selten und halt bei Geburtstagen und auch in der Schule. Und der Große, der hat auch sein eigenes Geld jetzt, der kann sich, hat sich auch mal ein Schnitzelbrötchen letztens gekauft und so.
habe ich aber noch mit drüber geredet, ob ihm bewusst ist, was er da isst. Ja? Und wenn ihm das bewusst ist und ihm das egal ist, ist das halt seine eigene Entscheidung. Aber er merkt halt auch jetzt schon, dass es ihm nicht so gut bekommt. Ja? Genau. Dass es ihm nicht so gut geht damit. Und ja, also der Mittlere, der tauscht nicht, sondern der hat dann erzählt, dass sein Freund ihm dann immer was von seinem Salamibrot abgibt. Ah ja, da werde ich wohl kaum jetzt sagen. Ich habe schon mal was gesagt, ne, weil ich nicht will, dass der arme Kumpel dann nicht so zu wenig zu essen mit hat. Ne? Wieso bist du denn so dünn? Die Eltern geben dem da was zu essen mit und unser Mittlerer mampft es dem dann weg, ja. Aber er hat gesagt, nee, gib mir das doch freiwillig, wir sind doch Freunde. Ja gut, was soll ich denn da sagen? Ne? Also, ja, klar. Ich möchte auch niemandem da was aufzwingen und ich glaube, das geht auch irgendwann nach hinten los. Wenn ich dem jetzt verbieten würde, ne, dann würde er es ja nur heimlich machen. Also ich habe da ja gar nicht die Kontrolle drüber. Genau. Also unsere Kinder sind nicht vegan, die sind halt Flexitarier, würde ich sagen. Ja. Ernähren sich größtenteils vegan, mit Ausnahmen, die einen mehr, die anderen weniger. Und jeder ist auch anders, so muss man sehen. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns bitte einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Und aktiviert das Glöckchen. Und dann bis bald.